Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Schnellgericht. Heute machen wir mal Bolognese-Soße. Wir haben zwar jetzt Spaghetti Bolognese gemacht, logisch, das Endresultat, oder Sie machen Lasagne. Wichtig ist, wie funktioniert es mit der Soße, wie brauche ich kein Paket? Geht es wirklich so schnell? Es geht so schnell, dass es so gut ausschaut, dass es so gut riecht. Machen wir jetzt zusammen. Mitgebracht habe ich Ihnen natürlich ganz wichtig Oregano. Ein bisschen Rosmarin, Salbei brauchen wir auch. Wichtig ist Oregano. Pfeffer, Chili, Zwiebel, Knoblauch, ein wenig Olivenöl, gemischtes Hackfleisch, Tomate in Stücken geschnitten. Also wenn es frische Tomaten haben im Sommer, nehmen wir ihre frischen Tomaten. Ansonsten im Winter haben wir halt unsere Dosen oder unsere Tetrapacks. In dem Fall Tomaten in Stücke geschnitten. Und hier habe ich einfach ein Bäckler Suppengrün gekauft, Sellerie, Karotte, Lauch. Hier ist noch Petersilie mit drin. Schönes Stück Parmesan für später. Die Spaghetti ist das positive Nebenprodukt. Ich will ja heute wichtig Hauptaugenmerk auf die Soße legen. Und natürlich ein Stück Butter. Und das ist alles, was wir brauchen. Kein Bäckler, nix. So, wir zusammen, weil Sie sind ja mit dabei. Hier habe ich ein Töpfchen Wasser aufgestellt. Salzneu, wichtig, nie Spaghetti oder überhaupt Sachen, Produkte ohne Salz kochen, weil sonst können Sie sich im Vorfeld anstrengen, wie Sie Lust haben, wenn Sie dann kein Salzneu machen. Hier habe ich ein gutes Olivenöl. Wenn Sie kein gutes Olivenöl haben, dann nehmen Sie ein stinknormales Öl, besser wie ein schlechtes Olivenöl, dann ist Ihnen das ganze Ding bitter und Sie wissen nicht, warum. Jetzt haben wir hier 500 Gramm Hackfleisch. Einmal verteilen bitte. So. Und dann einmal ein paar Minuten nicht mehr anlangen, weil es soll ja braun werden. Je mehr Sie jetzt da drin rühren, hoppla, jetzt habe ich mal unser schönes Schild kaputt gemacht. Je mehr Sie da drin rühren, desto mehr Flüssigkeit tritt aus und es brät nicht mehr. Ja, dann koche ich so dahin, da gibt es keine Farbe mehr, dann müssen Sie warten, bis die ganze Suppe da einreduziert ist, unnötig auf Vollgas, nicht wie ich auf 7. Ah, dann schau, geht das Brutzeln hoch. Ha? Angenehm. Und jetzt müssen wir halt ein bisschen draufhauen, aber deswegen sind wir ja beim schnellen Gericht. Und alles vorbereiten, weil wenn das braun angebraten ist, dann wird das hier alles mit reingemacht. Zwiebeln schneiden, können also ein Schüttchen schneiden, wenn es drauf steht, dass, dass man die Zwiebeln sieht. Dann machen Sie das. Aber ich mache das jetzt einmal klassisch. Jetzt haben wir heute ein Hohlbrett, da müssen wir anders schneiden, dass es nicht so laut ist. So, Zwiebel ist wichtig, Knoblauch ist wichtig, Oregano ist wichtig. Oregano ist dieser Geschmack, den Sie auch von der Pizza kennen. Ja, wenn Sie eine typisch italienische Tomatensauce machen wollen, dann müssen Sie einmal, erst der Knoblauch war mal nichts, dann müssen Sie ein Oregano reinmachen, weil das ist das Italienische. Das ist das, wo man sagt, oh, es schmeckt nach Italien, nicht der Rosmarin, nicht der Salbei. Der Oregano ist es, wo die Pizzasoße so macht, dass er Pizzasoße ist. Hm. Und warum wir das heute machen, Hauptaugenmerk ist ja nicht auf die Spaghetti. Spaghetti habe ich gekauft. Sag mal übliche Geschichte dazu, dass immer frische Spaghetti nehmen. Ne, die anderen schmecken schon auch, aber das ist schon nochmal der Unterschied hier. Ja, ist einfach fein. Hauptaugenmerk liegt auf der Bolognese-Soße. Weil ich letztens wieder Leute gesehen habe, die haben alles eingekauft. Und haben dann ein Bäckler Bolognese-Soße gehabt. Da habe ich mir gedacht, die haben alles auf dem Wagen liegen, was sie brauchen. Übrigens haben wir Tomatenmark vergessen, habe ich gerade gesehen. Das habe ich aber mitgebracht, aber nicht wieder hergestellt. Die haben alles auf dem Wagen, was sie brauchen. Haben aber ein Bäckler Bolognese-Soße draufstehen. Hat sich mir nicht erschlossen, wieso und warum. Dann habe ich das daheim erzählt, im Freundeskreis. Und dann haben die auch gesagt, ja, machen wir genauso. Und dann haben wir gedacht, okay. Dann werden wir das jetzt nochmal ändern und zeigen, wie es wirklich funktioniert. Also das muss ich Ihnen jetzt ganz ehrlich sagen, das mache ich normalerweise zu Hause einfach in einem Mixer. Ja, kann großen Affen machen, Lauch, Karotte und Sellerie. Einmal durch den Mixer jagen und fertig. Das muss ja so klein sein, dass unsere Kiddies nicht merken, dass da Gemüse drin ist. In dem Fall wird man ein bisschen was sehen, aber macht nichts.
kocht sich zusammen, sag ich mal. So, jetzt ist da eine schöne Farbe. Salz und Pfeffer müssen wir es. Ja, und so machen wir jetzt weiter. In Sellerie machen wir genau dasselbe. Und ich habe es jetzt einmal so gemacht, wie man es in der Realität wirklich machen würde. Ich habe einfach ein Suppengrün gekauft. Ja, da ist es, ist günstig. Es ist alles, was wir brauchen. Mehr brauchen wir nicht. Lauch, Sellerie, Karotte. Und fertig. Wenn Sie sagen, warum tut er das alles in seine Soße da rein, das kann er rein. Lassen Sie mal, probieren Sie es aus. Ja, und den Lauch haue ich nochmal ein, Mixer. In dem Fall schneiden wir halt einmal kleine Würfel. Kocht sich auch zusammen. Man sieht jetzt dann natürlich, mein Kleiner wird es da haben schon wieder raussortieren. Wie gesagt, zu Hause im Mixer rein, dann sehen Sie gar nichts davon. So. Et voilà. Das war's. Lassen wir das auch noch ein bisschen anschwitzen. Wenn Sie merken, in dem Topf wird es ein wenig trocken, dann ist noch ein bisschen Öl rein. So, das lassen wir jetzt ein wenig anbrutzeln hier. Und ich hole aber das Tomatenmark. Und dann schütten wir das Ganze noch zusammen. Oregano noch dazu. Salbei, Rosmarin zum Anbraten natürlich dazu. Ja, machen wir gleich zusammen. Ich hole schnell Tomatenmark. Angebrutzelt ist es, angeschwitzt alles, schaut gut aus. Das waren jetzt so 1,5 Minuten, was das drin war. Ordentliche Portion, dreifach konzentriertes Tomatenmark mit rein. Einen ganzen Rosmarin. Warum den ganzen Rosmarin? Dann kann man nämlich das später wieder raustun und haben es nicht die Dannennadeln im Mund. Ja, also sprich die Rosmarinnadeln. Beim Oregano ist es anders. Da hacken wir die Blätter zusammen, die groben Stiele raus. Blätter zusammenhacken. So, das müssen wir wieder weichen. Und wie gesagt, das ist das, was nach Italien schmeckt. Wenn Sie Pizzasoße machen und keinen Oregano drin haben, dann sagt ja jeder zu Ihnen, war gut, aber irgendwie hat irgendwas gefehlt. Und das war genau der Oregano hier. Ja, da habe ich noch Petersilie, das war halt mit einem Suppengrün drin. Ich muss Ihnen sagen, da war auch ein Stück Blumenkohl drin. Das brauche ich jetzt nicht in der Bolognese, das ist grauselig. So, Salz, Pfeffer haben wir drin. Chili brauchen wir noch ein bisschen. Tja. So, auch ihr Messensache und fertig. Das sind Tomaten in Stücke. Ja, nur ein Spruzwasser, wie es heißt, ausschwanken. Et voilà. Und etzala ist das schon eine sensationelle Bolognese. Das muss jetzt noch ein paar Minuten durchkochen. Da muss jetzt sogar noch ein bisschen Wasser drauf, das ist aber ein wenig zu trocken. Wenn Sie unten Röststellen drin haben, dann lösen Sie die jetzt, weil wenn sonst brennt Ihnen die Soße genau an den Stellen an. Da, wo quasi Ihr Fleisch ein bisschen angesetzt ist, das muss gelöst werden. Und wenn das alles gelöst ist, dann machen Sie einen Deckel drauf. So, wo haben wir da an? Wo passt? Ach, da habe ich ihn schon rausgelegt. Denken wir gerade, die sind alle zu klein da drin. Schalten wir auf 6 runter, lassen das 5 bis 10 Minuten kochen und ich habe eine fertige Bolognese. In der Zwischenzeit schalte ich hier meinen Topf hoch mit Wasser. Spaghetti rein, wisch einmal drüber, hol zwei Teller und dann richten wir schon an, hätte ich gesagt. So, meine Spaghetti sind fertig. Ich war schlau, ich habe nämlich gleich so ein. Ich war nicht schlau, ich wollte es Ihnen zeigen und habe es gleich mal ausgeschüttet, das Ganze. So, jetzt kann ich es machen. Hier Wasser raus, Nudeln abtropft. Sensation, oder? So, das hier stellen wir jetzt einmal ab. Das da drauf, dann schippen wir es wieder rein. Unsere 2 Portionen Nudeln. So, und jetzt kommt ein Stück Butter. So, das ist normale Stück Butter. Dann kommt noch das Mörtelportionchen dazu. Zweites Stück Butter. Weil wenn einmal was schmeckt, dann ist Butter in die Nudeln. Gell? Hier machen wir aus. Das hat schön durchgekocht. Wer guckt da mit rein? So, schauen Sie her. Da brauchen Sie keine Bindemittel, keine Bäckchen für Geschmäcker. Keine irgendwas, die schaut sensationell aus, die hat eine richtig schöne Konsistenz. Mehr brauchen wir nicht. Ja. Und jetzt mischen wir unsere Nudeln zusammen, weil die Italiener mischen ihre Soßen immer unter die Nudeln. Ich weiß gar nicht, wer das bei uns angefangen hat, dass man Soße und drauf macht. Grundsätzlich wird das immer zusammengemischt. Feine Geschichte. Und da schauen, haben wir das, was wir vorhin gesagt haben, im Ganzen. Dann kann man es nämlich raustun und man beißt nicht drauf rum. So, jetzt müssen wir diese Butter da drunter rühren.
Ja, und es riecht fantastisch einfach. Ja, und wenn die Butter runtergerührt ist, dann habe ich eine sämige Bindung. Da flockt kein Wasser aus, da passiert nichts, da ist einfach nur fein. So, und dann machen wir mal ein paar Zöhnchen Nudeln, hätte ich gesagt. Zweimal, oder? Dann brauchen wir noch einen Parmesan. So, die Spaghetti-Löffel haben schon ihren Sinn. Also mit ein wenig Hackerl dran ist schon top Geschichte. So, und jetzt eine Soße drüber. Jawohl, das passt. Aber grundsätzlich muss einmal schön abgemischt werden. Tolle Geschichte. Unser Reibe. Und jetzt ist auch wieder Ihre Entscheidung, ob Sie raspeln, hobeln, alles, wie es Ihnen besser schmeckt. Jedenfalls nicht sparen. Kaufen Sie kein Billig-Parmesan, kaufen Sie an der 24 oder 30 Monate alt ist. Dann haben Sie wenigstens einen schönen Geschmack. Da schmeckt es nach was. Ah, und ich könnte jetzt sogar noch ein Stück Butter drauflegen, das bis zum Gast noch schmilzt. Oregano drauf. Das Geheimnis von Italiener, was wir vorhin gelernt haben. So. Et voilà. Also, realistisch, 10 Minuten haben Sie diese Soße fertig. Ohne Paket. So machen wir der Sensation. Guten Appetit.